In Kolumbien schlagen die regierungskritischen Proteste immer mehr in Gewalt um. In der drittgrößten Stadt Cali wurden mindestens 3 Menschen getötet. Präsident Duque kündigte daraufhin den massiven Einsatz von Militär in der Provinz an. Die überwiegend friedlichen Proteste begannen vor etwa 4 Wochen. Die Demonstrierenden fordern vor allem eine bessere Gesundheits-, Sicherheits- und Bildungspolitik. Trauriges Ende der Freitagsproteste in Cali. Mindestens 3 Menschen sind tot nach bewaffneten Auseinandersetzungen. Die genauen Umstände werden untersucht. Die lange Zeit friedlichen Demonstrationen geraten immer mehr außer Kontrolle. Immer wieder eskalieren sie im ganzen Land, aber vor allem in der Region um die drittgrößte Stadt Cali. Präsident Duque will nun hart durchgreifen. Quiero dejar absolutamente claro. Ich möchte absolut klar machen, dass von heute Nacht an die nationale Polizei die maximale militärische Unterstützung bekommen wird in Cali und in der Provinz Valle. Anderer Standort, ähnliche Bilder. Auch am Rande der Hauptstadt Bogotá prallen gewaltbereite Demonstranten und Sicherheitskräfte aufeinander. In den vergangenen Wochen sind bei den regierungskritischen Protesten landesweit etwa 50 Menschen ums Leben gekommen, 2000 wurden verletzt. Die Protestbewegung wird nicht nur gewaltbereiter, sie wird auch immer breiter. Aus der anfänglichen Kritik an geplanten Reformen im Steuer- und Gesundheitssystem ist eine generelle Unzufriedenheit mit der Politik der Regierenden geworden. Der jahrelange Friedensprozess in Kolumbien ist vorerst in den Hintergrund getreten. Die Gewalt ist zurück, mitten in der schlimmsten Phase der Pandemie.